Guten Tag und herzlich willkommen in der Kanzlei SPKW Sobczak & Partner. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen was uns alle betrifft, über das Zu-Schnell-Fahren, Fahrverbote wegen Zu-Schnell-Fahrens, wegen Abstandsverstößen und so weiter erzählen. Na, also die Problematik kennen wir ja alle, wir fahren los, sind vielleicht ein bisschen Gedanken verloren. Nicht, dass man das will, aber es passiert halt leider. Ne? Jeder Richter sagt dann, naja, mein Gott, Sie mussten das ja nicht vorsätzlich tun. Ne? Fahrlässigkeit reicht. Ne? Und also man ist Gedanken verloren, übersieht das Schild und fährt einfach mal zu schnell oder zu dicht auf, was weiß ich. Ne? Die Konsequenz, Rechtsfolge ist dann häufig, man kriegt einen schönen Bescheid, da steht halt drin, Sie sind dann und dann zu schnell gefahren und so weiter. Ne? Und es gibt jetzt 1 Monat, 2 Monate oder sogar 3 Monate Fahrverbot. Ne? Und dann ist immer die Frage, lohnt sich das? Ne? Brauche ich da vielleicht rechtlichen Beistand? Jeder Anwalt würde natürlich sagen, klar, brauchen Sie rechtlichen Beistand. Ich denke auch, dass es zumindest immer lohnend ist, mal darüber nachzudenken oder so, was man im Einzelfall machen kann. Ne? Jeder ist privat wie beruflich häufig auf seine Fahrerlaubnis angewiesen. Die sozialen Kontakte leiden darunter, wenn man nicht mehr von A nach B fahren kann. Ne? Man kann natürlich sagen, okay, man fährt in Urlaub, man macht was anderes Schönes. Letztlich muss man sich den jeweiligen Verstoß natürlich individuell angucken. Gibt es schon Voreintragung im Fahreignungsregister in Flensburg? Sind Sie sozusagen Marienkäfer oder haben Sie noch keine Pünktchen gesammelt? Ne? Also das ist alles wichtig an der Stelle. Und Sie können in der Regel natürlich etwas machen, schon mal in zeitlicher Hinsicht. Ne? Sie können alles überprüfen lassen bei uns. Ne? Sie können einen Einspruch einlegen, Sie können die Akteneinsicht beantragen, man guckt sich die Akte an, man guckt sich an, ob es überhaupt so ist, dass das Fotomaterial ausreichend ist, um eine Identifizierung als Betroffener oder als Betroffener hier möglich erscheinen zu lassen. Das ist natürlich immer so eine Frage, ne? Wenn Sie von der Sonnenblende die Stirn verdeckt haben, eine Sonnenbrille aufhaben etc. pp. Es gibt unterschiedlichste Konstellationen, wo man sich vorstellen kann, okay, das könnte jetzt ein Problem sein für einen Sachverständigen, einen Biologen, der dort dieses morphologische Vergleichsgutachten macht. Das ist durchaus eine Sache, die lohnenswert ist. Dann guckt man sich natürlich immer an die technische Seite. Ne? Es gibt eine Vielfalt von Messverfahren, die dort häufig angewandt werden. Die meisten Messungen sind natürlich in Ordnung, das muss man ganz eindeutig sagen. Ne? Sie haben häufig Messungen, die fast fehlerfrei sind. Ne? Aber der Teufel steckt immer im Detail und jeder Sachverständige guckt halt genau hin. Ne? Häufig kommt heute noch dazu, dass die Sachverständigen der großen technischen Organisationen nicht mehr alles überprüfen können von vielen Messverfahren. Und da stellt sich dann immer die Frage in juristischer Hinsicht, wenn ich sowas nicht überprüfen lassen kann, nicht mal durch einen Sachverständigen, kann es dann überhaupt gegen mich verwendet werden? Folgt nicht daraus sozusagen ein Verbot, diese Sache überhaupt zu verwerten? Und tatsächlich, es gibt Rechtsprechung zum Teil, die das bestätigt. Die Hersteller dieser Messsysteme machen nicht mehr alles zugänglich. Warum das so ist, darüber kann man nur spekulieren. Eigentlich gibt es da nichts zu verbergen und es sollte sozusagen dort auch möglich sein, alles zu überprüfen. Also das ist so ein Aspekt. Die technische Seite dieser Messverfahren wird man überprüfen lassen können, wenn es spitz auf Knopf steht häufig. Es geht nur um 2-3 km/h, die vielleicht den Unterschied ausmachen. Dann sollten Sie auf jeden Fall auch diese Möglichkeit mit Ihrem rechtlichen Vertreter dort erörtern und der Sachverständige wird dann genau hingucken. Häufig in diesem Bereich eine Abweichung, weil sozusagen das Messgerät, das Stativ nicht richtig stand etc. pp. Der Winkel falsch war. Da haben Sie dann häufig zugunsten
oder zu Ungunsten des Betroffenen Abweichung. Die schönen Fälle sind dann immer, das Messverfahren wird überprüft und eigentlich ist die Abweichung noch zugunsten des Betroffenen gewesen. Also die oder der Betroffene waren eigentlich noch schneller. Ne? Und in so einem Fall, den ich auch schon ein paar Mal hatte, habe ich es aber dann auch erlebt, dass sozusagen das Gericht gesagt hat, naja, gut, die Messung war nicht okay, also lassen wir Gnade vor Rechter gehen und geben der Betroffenen noch eine Chance. Ne? So war es dann in dem einen Fall. Ne? Also sie musste dann nicht laufen den Monat. Ne? Aber das ist natürlich immer so eine Sache. Man kriegt dort häufig was raus. Wenn alles nichts mehr hilft, man ist identifizierbar, die Messung ist in Ordnung, dann geht es natürlich sozusagen, kann man damit Geld irgendwie was machen. Ne? Die Rechtsprechung ist da auch ziemlich zurückhaltend, will ich mal so ausdrücken. Also die sagt, bei einem Regelfahrverbot, also Sie haben eine Geschwindigkeitsübertretung und dann sieht das Gesetz als Rechtsfolge ein Regelfahrverbot vor, das soll dann nicht verhängt werden, wenn es sozusagen eine ganz besondere Härte für den Betroffenen oder die Betroffene bedeutet. Also das heißt, über das Eigentliche, was das Gesetz hinaus beabsichtigt, dass das hinausgeht. Also das heißt, sie sind beruflich so tangiert, dass der Arbeitgeber sagt, also wenn du nicht mehr einen Monat oder zwei oder drei Monate durch die Gegend fahren kannst für mich, tut mir leid, da muss ich mich von dir trennen. Ne? Also solche Fälle, das muss man dann belegen. Ne? Also man muss im Zweifel nicht nur ein Schreiben vom Arbeitgeber, sondern die Personalchefin muss das dann im Zweifel auch bezeugen. Das habe ich auch schon erlebt, dass die Richterin da gesagt hat, naja, dann hören wir uns die mal an. Ne? Und das ist dann sozusagen eine Möglichkeit, dass man so eine besondere Situation geltend macht in beruflicher Hinsicht. Es kann aber durchaus auch in privater Hinsicht der Fall sein. Also ein Angehöriger ist schwer erkrankt, ne? Der ist nicht mehr gehfähig, der Angehörige, und man muss sozusagen wöchentlich und auch auf die nächsten Monate den immer wieder von A nach B fahren, sonst wird das alles zu beschwerlich. Also solche Gründe können natürlich auch mal eine Rolle spielen. Ne? Und mit öffentlichen Verkehrsmitteln geht es vielleicht auch wirklich gar nicht, weil man auf dem platten Land lebt. Das ist schon auch eine Sache. Und ansonsten sind so bestimmte Sachen vielleicht angezeigt, wenn Sie eine Fahrerlaubnis auf Probe haben und jetzt haben Sie so einen Verstoß, ne? Dass da vielleicht die Richter sagen, okay, pass auf, du machst jetzt 5 Sitzungen beim Verkehrspsychologen, ne? Und wenn du mir die Bescheinigung bringst, ne? Und das, dann wollen wir mal hier irgendwie noch was draus machen, ne? In Richtung Verwarngeld, was aber auch selten passiert. Ne? Solche Sachen muss man natürlich dann dort vortragen, einbringen. Das ist natürlich schwierig in so einem Verfahren, ne? Wenn man sozusagen die Gepflogenheiten nicht so kennt. Man kann das im Vorfeld auch bereits vor einer gerichtlichen Verhandlung gegenüber der Bußgeldbehörde häufig auch geltend machen. Manchmal ist es auch, sage ich mal, dort mit der Bußgeldbehörde durchaus auch einfacher, als wenn man mit Gericht und Staatsanwaltschaft solche Sachen dann diskutieren muss. Ne? Also es gibt immer eine Möglichkeit, wenn es gar nichts geht, na, dann muss man halt sehen, okay, gegebenenfalls, dass man Rechtsmitteleinspruch einlegt, ein Gerichtsverfahren betreibt, um das in zeitlicher Hinsicht irgendwo erträglich hinzuschieben, ne? Wo man sagt, okay, nächstes Jahr im Frühjahr, da wollte ich sowieso für 4 Wochen, ne, nach Honolulu fliegen und alle 5 gerade sein lassen. Also das wäre sozusagen dann das Letzte, was man vielleicht noch da raten kann. Man muss halt gucken. Im Einzelnen ist es häufig mit viel Aufwand verbunden, aber an der Mobilität hängt vieles dran, ne? Und da muss man halt so ein bisschen auch diesen Aufwand betreiben am Ende. Zur Beantwortung Ihrer Fragen stehen zur Verfügung die Rechtsanwälte Thomas Petter, Thomas Will, Steffen Balke und Timothy Piker sowie die Steuerberaterin Anja Petter. Kanzlei SPKW Sobczak und Partner. Bahnhofstraße 8 in Zossen.
Telefon 03377 33 99 0 oder im Internet auf spkw.eu.